Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Überall wird gearbeitet und Innovation nach vorne gebracht. CIM ist ein Innovationsprogramm für den Mittelstand, wo über die ganze Breite der Anwendung technische Innovation gefördert wird, durchaus mit enormen Geldsummen hinterlegt und ich glaube für den deutschen Mittelstand hochinteressant und hochattraktiv. Das sind die finanziellen Unterstützungen, aber ich würde mich auch freuen, wenn wir motivatorisch helfen. Deswegen Dank für den Mittelstand und an einem Tag wie heute bei einer Ausstellung wie hier kann ich nur sagen, so soll es sein in Deutschland. Besonders wichtig für uns ist ja der Transfer, gerade um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken. Innovation ist für uns die Wertschöpfung von morgen. Pro CIM-Projekt entsteht ungefähr ein neuer Arbeitsplatz und werden 5 gesichert. Ich glaube, was wir hier sehen, zeigt die Vielfalt, die Schaffenskraft und auch die Freude an Neuem. Der Innovationstag war bisher klasse, also total gute Resonanz zu unserem Projekt, was wir hier vorstellen. Wir sind total begeistert bisher. Wir sind selber ein junges Unternehmen mit sowieso schon einem jungen Produkt, wo es Innovation sehr wichtig war und natürlich der nächste Schritt dann auch wieder wichtig ist. Unser Ziel ist immer von der Idee zum Markterfolg. Das heißt, es ist ja grundsätzlich so, nur wer anders denkt, kann die Welt verändern. Und bei Innovatoren ist es so, die denken anders, die denken über den Tellerrand, die schaffen Probleme weg, die sorgen für unsere Wettbewerbsfähigkeit im Land, sorgen für Arbeitsplätze und Wohlstand, vor allem unseren künftigen Wohlstand. Das ist die erste Kühlungssystem in Welt. Du kannst kaufen mit ohne Gas, Refrigerant und ohne Kompression. CIM hat unsere Idee wahr gemacht. CIM Innovationsprogramm für Mittelstand ermöglicht auch eine Zusammenarbeit, also interdisziplinäre Forschung. Das ist der deutsche Mittelstand. Millionen von Menschen, die mit ihrem Mut, mit ihrer Leistungsbereitschaft, auch mit ihrer permanenten Erfindungsgabe dafür sorgen, dass Deutschland sich weiterentwickelt. Deswegen auch für den Mittelstand ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Der Mittelstand und der Tag erlebe hoch.